Fondral, Sie können seit gut 30 Jahren Geistwesen sehen und hören und mit ihnen auch kommunizieren. Nun, wenn Menschen gestorben sind, was passiert da in der Regel? Was für ein Ablauf ist da zu erwarten? Was wird ihnen berichtet? Also, was ich immer wieder sehe, richtig sehe, ist, weil wir in diesem Chor an Trauerfeiern singen, dass der Verstorbene dort ist, an der Trauerfeier teilnehmen muss. Und was man sonst weiß und was mir auch erzählt wird, dass sie nach drüben kommen, dann müssen sie den Lebensrückblick anschauen. Dann sind vielleicht Empfänge noch durch Bekannte oder manchmal auch nicht. Und man weiß nachher, dass man, wir sagen, einfach so direkt zum Richterengel gehen muss und dass das Leben einfach da angeschaut wird, das Gute zum Guten, das weniger Gute halt dort. Und dann wird aufgrund dessen ein Programm zusammengestellt, wie man das eventuelle Verschulden abarbeiten muss oder wo man eine schöne Arbeit erledigen darf. So, das könnte ich so zusammenfassen. Erlebt also jeder Verstorbene in der Regel einen Lebensrückblick? Jeder, auf alle Fälle. Ich habe sogar ein Erlebnis gehabt, da kam einer zu mir und der hat gesagt, er ist als Handwerker vom vierten Stock hinuntergestürzt und zum Erstaunen aller fast ohne Verletzungen. Und in dieser kurzen Zeit hat er seinen Lebensfilm gesehen und hat genau gespürt, was gut war und was nicht gut war. Und Ähnliches haben wir auch die Jenseitigen erzählt. Es kam der Lebensfilm, man konnte nicht wegschauen und man sah selber, der Richterengel musste gar nichts sagen, man sah und spürte selber, was gut war und was nicht gut war. Das, ja, das gehört zum Grundprogramm. Sie begegnen dabei immer wieder Verstorbenen, die Sie noch zu Lebzeiten gekannt haben. Gibt es darunter auch Verstorbene, die mit dem Ihnen angebotenen Umfeld im Jenseits nicht glücklich sind? Wie verhalten sich diese? Ja, leider gibt es das öfter. Manchmal muss ich schmunzeln, manchmal den Kopf schütteln. Eine nahe Verwandte, die war gar nicht zufrieden mit dem, was drüben war und ist dann immer wieder auch in meiner Umgebung gewesen. Ich habe immer gesagt, was machst du hier und so. Und da hat sie gesagt, sie ist einfach unzufrieden. Sie war im Erdenleben schon unzufrieden, zu wenig Anerkennung und so. Und dann ist sie kurz nach dem Ruhestand verstorben. Und hat sich einfach immer wieder beklagt, halt den Charakter, wie sie ihn zu Lebzeiten gehabt hat, und war eben unzufrieden. Und dann gibt es auch so kurze Begegnungen, da kommt jemand und denke ich, was tut er hier eigentlich? Und ja, wenn man ein sehr edles Leben geführt hat, ist man sicher sehr zufrieden. Und wenn man halt dies und jenes nicht so edel erledigt hat, dann kann auch die Umgebung nicht so edel sein. Eine Religionslehrerin sagte einmal, die Liebevollen kommen zu den Liebevollen und die Garstigen zu den Garstigen. Und ist etwas volkstümlich ausgedrückt, aber es ist einfach so. Das heißt also, wenn Menschen verstorben sind und ihren Rückblick erlebt haben, wird ihnen ein Ort angeboten, wo sie leben können, wo sie sich in eine Arbeit einreihen lassen können. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist genau so. Also je nach geistiger Ebene kommt man ja mit magnetischer Sicherheit da und dahin. Und nach dem gelebten Erdenleben, wie gut das war oder so, bekommt man eine Arbeit. Und der freie Wille ist des höchsten Gut. Und ich staune manchmal, wie viel Freiheit das diesen Wesen gelassen wird. Aber sie kommen auf die Erde und schauen herum. Und es ist ja letztendlich auch lehrreich. Es ist nicht der direkte Weg, aber sie lernen doch dieses und jenes rein von der Anschauung her. Aber dann irgendwann werden sie geholt, das habe ich schon mehrfach erlebt. Irgendeiner war dann plötzlich nie mehr da, der vorher immer hin und wieder vorbeikam und mehr oder weniger zufrieden war. Manche auch sehr zufrieden, aber sie wollten doch zurück zu den Menschen oder Freunden oder was weiß ich. Aber dann müssen sie irgendwann sich einreihen lassen. Treffen Sie auch Geistwesen, die sich nicht einreihen ließen? Also haben Sie Beispiele dazu? Ja, da kommt mir der Alfredo in den Sinn. Der war, ach, ich weiß nicht, wie oft bei mir zu Besuch. Das Schöne bei seiner Trauerfeier war, die war riesig, die Kirche war übervoll. Da hat der Pfarrer gesagt, angesichts des Übergangs ins Jenseits wäre es doch wichtig, dass man verzeihen würde. Und er würde alle in der Kirche auffordern, dem Heimgegangenen zu verzeihen.
Und den Heimgegangenen würde er eigentlich auch bitten, wenn noch Unebenheiten so sind, dass er das verzeiht, dass er das gedanklich in Ordnung gebracht wird. Und es war wunderschön, eine Schwingung ging durch diese Kirche, also sehr beeindruckend. Dann ging es gar nicht lange, einige Tage stand er da neben meinem Schreibpult und dann sagte ich: Alfredo, was machst denn du bei mir? Sagt: Ach, hier ist es so schön warm. Und haben wir so dies und das besprochen und irgendwann war meine Aufmerksamkeit irgendwie weg und dann war er nachher auch er wieder weg. Dann kam er irgendwie wieder und also das mehrere Male. Und dann habe ich mal zu meinem Schutzengel gesagt: Also jetzt will ich dann mit diesem Alfredo mal ernstlich ein Gespräch führen. Warum kommt er und geht er und was weiß ich? Und dann hat er gesagt: Ja, das musst du aber in Bälde tun, weil er wird demnächst definitiv geholt. Und als er dann wieder da war, sagte ich zu ihm: Weshalb bleibst du nicht drüben oder warst du gar nicht drüben? Dann sagte er: Doch, ich war drüben einmal und dann hat es mir gar nicht gepasst. Also so einfache Wesen da und so. Ich war ein Geschäftsmann, ich hatte zwei Firmen hier und eine im Ausland und ich habe viele Mitarbeiter geführt und in der Ebene, wo sie mich da eingeteilt haben, das sind so einfach gestrickte Wesen und haben so keinen Horizont und so, das hat mir nicht gefallen, da bin ich auf die Erde zurück. Dann kam irgendwann sein Schutzgeist, den er schon ab und zu gesehen hat in seiner Umgebung, kam vorbei und hat gesagt: So Alfredo, also jetzt wäre es dann langsam an der Zeit, jetzt kannst du noch freiwillig zurück. Dann sei er eben freiwillig wieder dahin gegangen. Dann mussten sie in eine große Halle und er wusste schon von den Gesprächen in der Ebene. Das ist die Halle, wo man wartet auf den Richterengel, wo dann rundherum so Räume sind. Da wird besprochen, was im Leben gut war, was weniger gut war und eben der Lebensfilm wird gezeigt und wieder zurückgespult oder angehalten. Alles wird genau gezeigt, wie es wirklich war. Und aufgrund dessen würde ja dann das Strafmaß berechnet. Und als er da bei diesen vielen Wesen da war und wartete, dann wurde er plötzlich unruhig und etwas unsicher. Und dann sei er abgehauen, zurück auf die Erde, sei bei einem Freund in den Föhrenbusch sich verstecken. Ging nicht lange, war wieder sein geistiger Begleiter da und hat gesagt: Du hast mich sehr enttäuscht. Und dann, ja, das war dann sein Erlebnis und der geistige Helfer hat eben mir ja schon gesagt, demnächst wird es so sein, dass er definitiv geholt wird. Und dann, ja, dann ist die Zeit auf Erden abgeschlossen. Frau von Drau, haben Sie auch Verstorbene getroffen, die sich einreihen ließen? Was berichten diese von ihrem Erleben? Ah ja, da habe ich ein Erlebnis gehabt. Eine Nachbarin, verstorbene Nachbarin, hat mich besucht. Und dann hat sie erzählt, wie sie da auf der Erde noch war. Hat sie gesagt: Du weißt ja, ich war da in jenem Altersheim. Dann war ich irgendwie nicht so leicht krank oder was weiß ich. Und dann standen plötzlich um mein Bett verstorbene Verwandte. Aber ich war gar nicht so krank. Und dann bin ich eingeschlafen und irgendwann erwachte ich in einem fremden Garten, voller Blumen zwar. Und diese jenseitigen Verwandten, die mich da an jenem Altersheimbett besucht hatten, die waren da und begrüßten mich freudig. Und ich war völlig erstaunt. Dann war ich aber dann etwas müde. Dann haben sie mich auf ein so elegantes, verschnörkeltes Bett gelegt in diesem Garten. Und dann schlief ich ziemlich lange. Also das war der Anpassungsschlaf, nehme ich mal an. Und dann kamen sie in ein großes Haus. Und da hat jeder ein Einerzimmer, sei ein sehr schönes Haus. Ihr kommt es vor wie so ein nobles Kurhaus auf Erden. Und dann trifft man sich unten im Salon und dann werden von Engeln eigentlich die Arbeiten verteilt. Und ihre Arbeit sei einerseits die Pflege eines großen Gartenbeets, also eben so ein Erdhügel, der wunderschön bepflanzt ist, das sei in ihrer Verantwortung. Und zwischenhinein wird sie aufgeboten für Arbeitseinsätze auf der Erde. Und zwar, wenn zum Beispiel ältere Leute beten, innig beten, man möge ihnen doch helfen, sie kommen nicht mehr zurecht oder haben keine Kraft für dieses und jenes, dann wird sie abdelegiert und muss zu diesen hingehen und ihnen
helfen bei der Alltagsbewältigung mit ihrer Kraft, die muss sie da geben, auch helfen, dass sie noch klare Gedankenleistungen haben, keine Termine vergessen und so. Und eine weitere Aufgabe wäre dann auch gewesen, bei jüngeren Menschen auch zu helfen, bei überlasteten jungen Frauen und so, aber das sei ihr gar nicht so gelegen. Und dann hat man sie dann von dem dispensiert, aber eben von dieser Arbeit, da so Menschen zu unterstützen und zu kräftigen, das gehöre zu ihrem Gebiet. Dann ist sie 2 Tage später nochmal vorbeigekommen und hat mir noch ein Bild gezeigt von ihrem Zimmer. Sie war sehr stolz auf das schöne Zimmer, hat auch gesagt, diesen Gegenstand habe ich mit guter Arbeit verdient, diese 2 Bilder habe ich mit guter Arbeit verdient. Und dann war noch so ein Kleiderwagen, da hingen 5 Kleider, die hatten alle oben Rüschen, unten Rüschen. Und ich dachte so als Mensch, ach, die Reinigung von so einem Kleid ist ja auch noch kompliziert. Und sie sah meine Gedanken und sagte, ja, weißt du, das ist nicht so, das müssen wir nicht so reinigen. Wenn ich von der Erde zurückkomme, muss ich unter einem Torbogen durch und da wird man so mit Strahlen gereinigt, ich und die Kleider und alles, da kommt kein Staub von der Erde in unsere Ebene. Da hat sie mir alles freudig erzählt und eben sie war von Anfang an eingereiht und freudig und glücklich in ihrer Arbeit und sie war im Erdenleben sehr tolerant, wir durften bei ihr zu Hause Gesellschaftsspiele machen, ganze Nachmittage, wir durften Tanzunterricht haben als Jugendliche. Sie war einfach ein liebevoller, toleranter Mensch und eben hat sich einreihen lassen und ist glücklich und zufrieden. Zum Schluss sagte sie noch, ja, lass mir meine Kinder grüßen, die sind ja nun auch schon alt. Und dann sagte sie, ach nein, du musst dich nicht exponieren. Wir wissen ja, dass die Menschen dafür gar kein Verständnis haben, dass wir Grüße hinüberbringen können. Haben Sie noch ein weiteres Beispiel? Ja, das war auch noch spannend. Dann hat sich ein Bekannter aus unserem Dorf gemeldet. Der war Revierförster, aber wie er sich gemeldet hat, war ganz speziell. Also eigentlich eine Videokonferenz kam mir sofort so in den Sinn. Eigentlich wie so einem Videobild zeigte er sich und ich sagte, ja, freut mich, wie geht es dir? Was machst du denn drüben? Dann sagte er, ziemlich ernst, ich bin Religionslehrer für Neuankömmlinge und das braucht viel Kraft, man muss viel trösten, man muss viel helfen. Und dann plötzlich wurde er etwas abgelenkt und hat das Bild auch irgendwie verschoben und dann sah ich von der Seite wurden immer auf so Tragtüchern, aber sehr eleganten, schönen Tragtüchern mit 4 Helfern, wurden frisch Verstorbene hineingebracht, immer wieder. Und er hat eigentlich mehr das beobachtet und zwischendurch war wieder eine Pause und dann habe ich gesagt, darf ich etwas fragen? Eine Schulkollegin von mir, die ist an einem schweren Unfall, tragischen Unfall ums Leben gekommen, weißt du, wie es der geht? Und dann hat er gesagt, also soweit er wisse, sei sie immer noch in einem Schockzustand. Dann haben sie wieder da diese frisch Verstorbenen hineingebracht. Und weil es wieder eine Pause war, kam mir eine andere Schulkollegin in den Sinn, die war mit etwa 40 Jahren an einer Herzkrise verstorben. Und dann fragte ich, ja, weißt du, wie es denn dieser geht? Dann hat er gestrahlt und hat gesagt, diese hat einen sehr schönen Weg gemacht. Sie hat also wirklich große Schritte aufwärts machen können und ist jetzt 2, 3 Stufen höher und war eben sehr erfreut. Dann hat er wieder da geschaut, wie in seine Ebene da so weitere frisch Verstorbene gebracht wurden. Und dann bei der nächsten Pause kam mir nochmal ein Schulkollege in den Sinn und dann habe ich gefragt, ja, und ja, hast du eine Ahnung, was macht denn der oder wie geht das denn ihm? Und dann hat er erzählt, dieser ließ sich nicht einreihen, ist immer auf der Erde geblieben, bis er plötzlich definitiv hinübergeholt wurde und da sei er ganz lethargisch und uninteressiert. Und dann hat er so einen Moment überlegt und dann hat er gesagt, du könntest beten für diesen und vielleicht sagt man dann ihm, wer für ihn betet und dann schämt er sich etwas, dass er so nicht mitmacht im Programm, was er jetzt tun sollte. Das täte wahrscheinlich gut. Und dann kamen zum Schluss auf diesen großen Platz, wo alle diese frisch Verstorbenen hingebracht wurden, die einen lagen so, die anderen konnten sich auf den Ellbogen aufstützen und rumschauen, was da los ist. Dann kam aus dem großen Gebäude daneben, so ich sage jetzt geistige Ärzte, keine Ahnung, die trugen so große Schreibunterlagen mit sich und so.
kamen auf dieses Feld von eben frisch Verstorbenen zu. Und zu meinem Erstaunen hatten die so einen Reif um den Kopf und wie so eine Uhrmacherlupe. Ich weiß nicht, ob die dann an den Geistkörpern so genau besichtigen oder untersuchen mussten, keine Ahnung. Und dann plötzlich war dann die Videokonferenz fertig, einfach Lichter aus, fertig. Frau von Drau, Sie bekommen im Laufe des Tages auch so geistige Bilder zu sehen. Gab es ein Bild in letzter Zeit, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, in den letzten Tagen hat mich etwas sehr, sehr beschäftigt. Und zwar hat mein Schutzgeist mir immer Bilder gezeigt von einer riesigen Trauerfeier, die aber einige Jahre zurückliegt. Und zwar war durch die Medien gegangen, dass von einem bekannten Fußballclub aus dem Team einer Suizid gemacht hat. Und das hat wirklich vor allem auch die jungen Menschen sehr bewegt. Dann ist nachher wieder durch die Medien gegangen, dass die Trauerfeier für diesen, der Suizid gemacht hat, im Fernsehen übertragen wird. Und dann dachte ich, das reserviere ich mir die Zeit, das will ich mir anschauen. Und dann war dann das Stadion natürlich voll und in der Mitte eine Bühne aufgebaut. Und ich habe das ganz, ganz hingebungsvoll auch geschaut. Es war sehr ergreifende, herzberührende Musik dabei. Und dann hat die Kamera, oder eine Kamera hat dann einmal auf seine Witwe gezeigt und rundherum waren einige Plätze frei. Da habe ich so geschaut und dann war nur etwa ein Meter neben dieser Witwe war der Verstorbene da und der hat wie in einem Schock und fassungslos da hinuntergeschaut auf die Bühne und hat sich ja wahrscheinlich auch alles angehört. Aber ganz nahe hinter ihm stand sein Schutzengel. Sehr gestreng, sehr ernst und doch, das war so etwas Erstaunliches für mich, so eine feine Aura von Güte war trotzdem so in seinem Energiefeld. Dann hat mich das natürlich sehr beschäftigt und an einem späteren Tag bin ich so da gesessen. Dann hat es mich energetisch wie zu dem Heimgang hingezogen und dann sah ich, wie der auf dem Friedhof auf die Knie gefallen ist vor seinem Grab. Und geweint hat, es hat ihn richtig durchgeschüttelt. Und neben ihm stand wieder sein Schutzengel und hat einfach streng auf sich gehalten. Und jetzt ist ja einige wenige Jahre seither und dann habe ich zu meinem Schutzgeist gesagt, ja, und was war denn das weitere Schicksal dieses Hinübergegangenen? Und dann hat er gesagt, ja, inzwischen hat sich alles geklärt, man hat alles geplant für ihn und so. Und hat dann gezeigt, dass er jetzt zuerst in eine geistige Schule gehen muss. Und wenn er diese dann absolviert hat, also von den Bildern, muss er auf einer tiefen Stufe, also fast Unterstufe, anfangen. Und wenn er das alles gelernt hat und geistig gestärkt ist, dann muss er auf die Erde gehen, immer in nachher Führung von seinem Schutzengel, und muss versuchen, Menschen mit Suizidgedanken, von diesen Suizidgedanken abzulenken, zum Beispiel mit Bildern, deine Angehörigen werden ja so traurig sein und eben auch mit seinem Wissen, es ist ja keine Lösung, ich will Schluss machen, aber ich lebe ja weiter, und dass er mit diesem ganzen Wissenshintergrund versucht, eben Menschen von Suizidgedanken abzubringen. Das werde dann seine sehr anstrengende Aufgabe sein und dieser Begleiter werde immer in seiner Nähe sein. Also der ist eingereiht einfach durch die Umstände, dass ihm keine Freiheit gelassen wird, so Erdenspaziergänge zu machen. Oder weil er muss an diesem Programm, das man für ihn zurechtgelegt hat, muss er bleiben. Das hat mich alles sehr, sehr, sehr beeindruckt. Vielleicht noch einmal zurück zu den Einreihungen, also zu den nicht eingereihten und den eingereihten Geistwesen. Ja. Was für Vorteile bringt das für Verstorbene, wenn sie sich nicht nach dem Sterben gleich einreihen lassen? Also der Vorteil ist sicher, die geistigen Wesen kennen uns fast besser, als wir uns selber kennen. Und sie haben ein Programm, man möchte ja aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen und können das sagen, das haben wir für dich programmiert, wir begleiten dich, wir machen das Bestmögliche. Und wenn jemand auf die Erde zurückgeht, lernt er ja auch, wenn er da herum ist und schaut und so.
Aber es ist nicht der direkteste Weg. Also man sollte sich wirklich vielleicht auch demütig einreihen lassen. Wenn einer hier eine Führungsposition hat, hat das vielleicht eben schwierig, oder sich einreihen zu lassen und auf diese zu hören. Aber langfristig wissen ja nur diese, was das Beste ist für den Heimgekommenen. Jeder Mensch muss ja die Welt einmal verlassen. Was für eine Empfehlung können Sie machen, wenn man da abgeholt wird? Was ist aus Ihrer Sicht empfehlenswert? Einfach wirklich mitzugehen und ja, auf die Engel zu hören. Ich meine, der Schutzgeist erkennt uns ja vom ganzen Erdenleben. Und drüben wird er auch unser Begleiter sein. Aber es kommt ja auch noch die Obrigkeit, die dann schon noch genau sagt, was und wie es richtig ist. Und es ist einfach, das ist die beste Karriereberatung. Verstehen Sie? Die beste Karriereberatung. Weil die wissen, was uns weiterbringt. Frau Fundau, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.